Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exosoct Alien Isolation. Nein, Factorio. Genau. Das war das richtige Spiel gewesen. Ja, das passiert, wenn man so viele Spiele spielt und ja, Fisch. Fisch ist gesund. Oha. Huhuhu. Ja, nee, genau. Das passiert, wenn man anfängt mit einem Kampf im Moderieren. Da kommt so einiges durch und einander. Obwohl, so viele Nester sind das gar nicht, wa? Naja, doch schon so einige. 5 Nester? Joa, und irgendwie komme ich an kein Nest ran, wie es aussieht. Das ist, gerade ein bisschen ätzend. Kann nicht wahr sein. Ja, wie nähern wir uns dem? Äußerst vorsichtig, würde ich sagen. Gehen wir noch ein bisschen näher. So. Ja. So, dann müssen wir mal gucken, dass hier die Energie wieder voll lädt. Batterie ist voll und die Shield Energy, die läuft und läuft und läuft. Warum läuft denn die so langsam? Ist hier irgendwas kaputt? Nö, ist alles in Ordnung. Haltbarkeit, aha. Okay, da geht auch ein bisschen Haltbarkeit runter, wie es aussieht. Oh Gott. Nee, irgendwie kriegen wir noch nicht mal ein Nest angekratzt. Das ist ätzend ohne Ende. Warum ist das hier so ätzend? Das kann nicht wahr sein. Ich krieg nicht mal ein Nest angekratzt hier. So. Jetzt versuche ich es nochmal von Süden. Und wenn das nicht klappt, dann... Oh ja, das klappt. Juhu, das klappt. Süden ist eine gute Richtung. Da haben sie mich jetzt nicht kommen hören. Ja. So, jetzt brauche ich aber wieder Energy. Oh, jetzt kommen die ja freiwillig schon. Ah, die mögen mich gerade. Aber gewaltig. Und zwar nicht. Oh. Komm, lade. Komm mal hinne. Wir haben noch keine Zeit. Mach mal ein bisschen hinne hier. Ha? Wollen wir ein bisschen hier was schaffen heute. Ha? Wir wollen hier nochmal hier Zeug ranbekommen. Wie viel haben wir denn überhaupt? 265? Da, das ist schon einiges. Da geht da schon ein bisschen Material rein. Ne? Okay. Anscheinend ist diese Richtung jetzt nicht mehr so gut. Jetzt wissen sie, dass ich von der Seite komme. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht ist das auch nur eine Einbildung. Ich weiß es nicht. Aber kann ja sein, ne? So nach dem Motto, einmal riechen sie mich von dort, einmal riechen sie mich von dort. Und einmal riechen sie mich gar nicht. Das kann natürlich alles sein. Man weiß es nicht. Oh. Jetzt habe ich überhaupt gar nicht auf die Hitpoints geachtet. Ah, was ist denn jetzt? Obwohl, es könnte sein, dass es gut ist. Nee, gar nicht gut. Na gut, okay, wir machen die anderen Nester. Wir gehen jetzt an die ran, jetzt. Jetzt habe ich die Scharnuze fulle. So. Machen wir so. Hä? Ein bisschen was gefangen jetzt hier, also wirklich hier, also, ey. Wow, hier sind alle solche riesen Dinger. Oh, das ist auch unfreundlich groß. Wow, und da kommen die auch schon an sogar. Ne? Und dann gleich so viele. Hallo. Ja, ich wollte jetzt gar nicht mit euch eigentlich hier was machen. Ne? Also, das kann hier wahr sein. Ungestümet. Weibsvolk, ne? So. Hat ja so meine Theorie geäußert, dass
Aliens, also diese Art hier, großen Teil. Ach du Schande. Wir sind auch alle solche riesen Nester. Jo, räumen wir mal hier so auf. Gucken wir mal, was vielleicht da rankommt. Oha. Ja. Wow. Ich komme noch nicht mal in die Nähe der Nester gerade hier ran. Was ist denn das für eine Schütte? Ne? Wow. Na, jetzt sehe ich sie kurz. Na. Was los? Hänger. Wieder mal. Wow. Ja, schalalala, Pizza ist für alle da. Jo. Balla, 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 balla. So, E-Nest habe ich los. Sehr schön. Aufladen, aufladen. Einmal ein Fisch essen. Boah, ich sollte wirklich mal Fische angeln. Wäre echt nicht verkehrt. Ja, Fischi. So. Bum, 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 bum. Ja. Okay. Okay, haben wir. Wieder mal speichern. Aber nicht da, sondern hier. Zack. Hm. Okay. Aliens. Kurz einen Millimeter dazu nah dran gewesen, kommen sie an. Okay, oh, das sind jetzt aber einige. Das sind jetzt einige. Oh, das sind wirklich einige. Hilfe! Mensch. Gucken wir mal, ob die loswerden oder nicht. Ja. Oh. Knappes Höschen. Ich würde mal sagen, wir gehen nach Hause. Und dann schauen wir mal, was Sache ist. Genau, weil hier können wir jetzt nicht wirklich viel ausrichten. Schön die Mitte treffen. Hm. Wobei das Feld mir da schon irgendwie reizen würde. Das muss doch zu knacken sein. Naja, da weisen einen die Alien doch noch so ein bisschen in die Grenze rein. Ne? Oh, schaut mal, wie weit die Raketenabwehr ist. Ja. Aber ich werde die erst bauen, wenn ich wirklich alle Forschungen durch habe. Habt ihr jetzt nur schon mal angeklickt, so nach dem Motto, mal gucken, nicht, dass das nachher nicht reicht. Aber dann habe ich es schon mal so im Vorrat. Oh ja, da haben wir nochmal ein kleines Nest, das nehmen wir mit. Genau, kleines Nest geht immer. Sozusagen das Nest für zwischendurch. Okay, haben wir. Jetzt hänge ich an die Bäume fest. Ich wollte schon sagen, ich habe wieder einen Hänger. Aber ist ja nicht. Ist nicht immer ein Hänger. Manchmal ist das auch mal ein Hänger von mir. Hä? Schauen wir mal. Wir können uns auch so durchschleichen. Ne? Können wir auch machen. So, immer schön so lang hier. Dann werden wir vielleicht auch alte Radarsignale los. Naja, so alt sind die Radarsignale auch nicht. Hier sind die Aliens. Okay. Mhm. Schön durch Bäume hier.
Okay. So, und jetzt sind wir sozusagen schon im grünen Bereich. Wir können ja mal gucken, ob wir hier noch was haben. Oder haben wir sogar was? Ist das sehr groß oder ist das sehr groß? Ja, geht so, wa? Es sind Nest von drei Dinger. Das geht sich ja meistens aus, auf. So drei Dinger ist jetzt nicht so die Hölle. So, schön mal rangelaufen. E-Nest weg, zweite Nest, dritte Nest weg und gib ihn eins. Na, geht doch. Genau. Okay. So, hier schön aufräumen. Jetzt sägt das nicht. Jetzt muss ich ein bisschen näher ranzoomen. Okay, das haben wir auch. Schauen wir mal hier unten weiter. Da scheint zumindest es auch nochmal... Oh, eine große Aktivität zu sein. Jo, die Aktivität ist für meinen Geschmack aktuell zu groß. Wobei ich meistens eher denke, dass ich meistens auch zu dämlich mit der Kämpferei anstelle. Aber das sieht nach einem Nest aus, das machbar ist. Oder? Oh, nee, doch nicht. Hohoho. Das hat bei seinem Potenzial erstmal gezeigt, nachdem wir mehr aufgedeckt haben. Ja, so ist das manchmal im Leben. So. Oh, heute ist Tag der Vögel, würde ich sagen. Was hier auf dem Balkon wieder los ist hier bei mir. Ich gucke gerade so aus dem Fenster, weil sich da alles so mögliche bewegt, so aus dem Augenwinkel und so. Nanu, was ist denn da los? Ja, so nach dem Motto. Ist ja doch einiges los da. So, jetzt haben wir auch hier die Radarpunkte entsorgt. Dann kommen wir jetzt sozusagen in der Station im Süden rein. Da hätten wir auch nochmal Radarpunkte. Die könnten wir auch nochmal ein bisschen wegmachen. Naja, aber übertreiben will ich es auch nicht. Na, gehen wir jetzt in die Station rein. Na, das ist jetzt aber ein Hänger. Ja, das ist ein Hänger. So. Oder sind wir noch nördlich von der Station? Hä? Nee, wir sind... Oh, wir sind ganz schön weit südlich. Yeah. Hallo. Wie kommen wir denn so weit vom Kurs abkommen, ne? Das geht ja gar nicht, hä? So, jetzt setzen wir zurück. Schubidubidu. Na. Schalalala, die Station. Da sind wir wieder da. Herrlich. Das glaube ich war Öl, ja, Öl. Öl, 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 Öl. Kupfer, Kupfer läuft. Aber nicht mehr alles. Hier, da, haha. Dieses Kupfer ist nicht mehr da. Da ist ein Kupfer nicht mehr da. Ich werde mit Material beschossen. Okay, da wäre dann die nächste Kupferstation. Also wenn die hier langsam so ihren Geist aufgibt, wird die da hinten gemacht. Okay. So viel dazu. Mhm. Hier ist Sackgasse. Ja, okay. Ja, Kupfer kommt noch gut an hier. Das ist jetzt nicht so die Panik. Hier sehe ich gerade, dass ich einmal Alt-Taste drücken sollte. Wie sieht's denn hier aus mit der Moon? Die Moon, Moon, Moon. Die Moon vor sich rum. Ja, sagen wir mal, die baut mir maximal so und so viel Moon, wa? Nee, warte mal. Maximal so viel Moon. Nicht, dass sie mir eine unendlich Moon reinhaut. Das wäre natürlich dann teilweise auch sonst zu viel. Okay. Dann habe ich immer 300 Schuss und mit 300 Schuss kann ich ganz gut leben. So, wie sieht es denn hier bei der Forschungsanstalt aus? Grüne Flächen haben wir aggro, rote Flächen haben wir aggro, blaue Flächen arbeitet der vom Cache runter, aber die wird auch gebaut. Schauen wir mal, grüne Knickärme sind wieder ein bisschen Mangelware. Oh ja, grüne Knickärme, sollten wir uns gleich mal gucken.
wie es da mit den grünen Knickärmen ausschaut. Wie sieht es denn hier aus mit dem Forschungsmat? 333, genau. Eine schöne Zahl. Ja, 333. Okay. Lila Fläschchen laufen hier durch. Gut, warum? Grüne Knickärme, habe ich gesagt. Wann ist grüne? Ja, grüne Knickärme. Wieso läuft das mit den grünen Knickärmen nicht so, wie ich mir das erhoffe? Hier haben wir grüne Knickärme. Ja. Was ist los? Die Elektroplatten. Ja, die Elektroplatten, die Elektroplatten. Hier werden die Elektroplatten gebaut. Elektroplatten, die brauchen auch Elektroplatten. Ah ja, die brauchen auch Elektroplatten. Ah, das ist... Davon haben wir einige. Ja, ich glaube, wir bauen nochmal so einen Kreislauf für Elektroplatten. Wie es aussieht. Gut, dann bauen wir nochmal so eine. Die können wir hier hinklatschen oder dahin klatschen. Da brauchen wir Fabriken. Ich schau mal nach, ob ich jetzt noch was hatte. Das weiß ich jetzt nämlich gerade gar nicht. Kann man sich auch ja nicht alles merken. Energiesparbücher hätte ich zumindest. Hier hätten wir zwei solche Fabriken. Solche Fabriken. Dann bauen wir nochmal welche. Eins, zwei und dann eins, zwei. So, wird gebaut. Produktion im Gange. Genau. Dann brauche ich nochmal eine Kiste. Immer eine Nachfrage, eine Anbieter. Schnelle Knickärme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das sollte theoretisch genügen. Dann brauchen wir auf alle Fälle nochmal die Dinger hier. Okay. Ja, entweder klatsche ich das hier hin. Oder ich klatsche das auf der anderen Seite hier hin. Ich würde mal sagen, ich klatsche das auf der anderen Seite hier hin. Oder hier hin, ist ja hier wurscht. Dann habe ich nämlich direkt dabei diese Platz. Und Platz ist immer gut. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Produktion da durch ist. Ja, das, was am meisten jetzt auffällt, sind die Bücher da. Wir können ja mal kurz gucken, was hier meine Bücherproduktion generell sagt. Stimmt, hier muss ich ja sowieso noch einstellen. Das Ding da. Danke sehr. Dann braucht ihr auch noch eine Kiste. Und zwar braucht ihr eine ganz normale Kiste und einen ganz normalen Knickarm. Einen normalen Knickarm und eine normale Stahlkiste. Da braucht er jetzt gar keine Hammergeräte. Da warten wir mal ganz kurz. Ja, die Zeit haben wir. Boah, mein Hals. Schubidu. Einmal ein Elektroarm. Da brauche ich noch ein paar mehr. Nee, die habe ich. Ne? So, jetzt produziert er so schnell, dass ich nicht hinterher komme. Egal, so. Das heißt, wir machen mal eben mal einen Elektroarm hier. Dingsbums. Dann haben wir eben mal einen Knickarm. Halt erstmal die Kiste. Jetzt klatscht er mir das alles auf den Boden. Und das wäre nicht so schön. So, der, der. Und der dann dahin. Und irgendwas fehlt. Ach, die Prozessoreinheiten. Die will er haben. Die. Die Prozessoreinheit fehlt. Wird aber angefordert. Wo? Oh, wie viel werden denn davon angefordert? 200 Stück. Kriegt er jetzt irgendwie nicht. Warum auch immer. Naja, wenn er die hier durch hat, die anderen Dinger, dann wird ja hier nicht mehr verbraucht. So, wir werden mal die mal ein bisschen runtersetzen. Auf 20 Stück.
Obwohl, die brauchen die auch da, in den Schritt. Ah. Denn die ist, das ist ja nicht so schön. Dann machen wir mal die hier ein bisschen runtersetzen. So. Dann hier nochmal 10 Stück nur. Oder wir machen 20. Genau, 20 geht immer. Ja. Nur bis so viel verbrauchen. Hier nochmal doch 20 ein. Ja, ist 20, genau. Und hier dann auch 20. Ne, da lassen wir es ein bisschen höher. Dann senkt er, dass er hier eine höhere Priorität hat. Dann machen wir dann 40. Na, komm. So, okay. Aber hier muss ich dann auch einstellen. Na, komm mal her. So, okay, passt. Gut. Wobei nicht gut. Warte mal. Die hier raus. Und die dann so. Und die direkterweise da rein. Genau, dann passt das. Jo, okay. Passt. Ja, dann wollen wir mal die Produktion da unten anheizen. Jetzt erstmal hier runter wieder. Oh. Jetzt muss ich mal überlegen, wo das war. Weiter höher, wa? Ja. Genau. Hier war die doch irgendwo, wa? Hier ist das. Hier ist das. Genau, so, hier war das. So, ich brauche dann wieder eine hier, eine da. Und dann die schnelleren, die kommen hier hin. Genau. Dann brauche ich eine Nachfragekiste, eine Anbieterkiste. Und dann brauche ich die Knickärme. Einmal. So lang. Dann. Auf alle Fälle so lang. So lang. Einer hier hin. Und der noch hier hin. Genau. Oh, dann passt es genau hin. Sehr schön. Weil wirklich was mit der Menge hinhaut. Das ist ja auch mal so eine Sache. Ich habe ja immer manchmal so Verpeilungen von Mengen. Und diesmal haben die Knickärme genau auf den Millimeter gereicht. Auf den Stückzahl, genau. Nicht Millimeter. Jo. Ist doch auch mal was Schönes, dass mal was. Na, was ist los? Kommst du? Kommst du nicht? Genau. Gut. Da wollen wir hier mal programmieren. Was gesagt? Grüne Leiterplatten, genau. Grüne Leiterplatten. Auch nochmal grüne Leiterplatten. Grüne Leiterplatten. Und dann das Ganze. Was brauchen wir? Kupferdraht und Eisenplatten. Was haben wir hier? Kupferdraht. Schubidu. Kriegt er 200 Stück. Und Eisenplatten. Auch 200 Stück. Sollte dann theoretischerweise Genüge tun. So, machen wir ja noch einen Strömling zwischen. Dann kriegt die nämlich Versorgung und dann läuft die auch schon los. Genau, so muss es sein. Joa, das ist doch mal ein Anblick. Ja, genau, so läuft das. Jetzt habe ich definitiv theoretisch, denke mal, ich hoffe, genügend sowieso Platten. Ja, hier geht die wirklich immer ruckzuck leer. Es ist der Hammer. Was hier an Material weggeknallt wird, das ist ja nicht mehr normal hier. Da sind die Gox, die sind voll ohne Ende. Das ist voll ohne Ende. Was sagt denn hier die Eisengeschichten hier? Die sind eigentlich alle anbieterkistig und die, ja, die könnten eigentlich auch mal ein bisschen mehr wegfressen. Keine Ahnung. Schick. Joa. Läuft. Jetzt müsste der theoretischerweise hier. Ja, hat er doch. Woran hat's denn jetzt gescheitert? Ja, jetzt hat er die hier ohne Ende. Ja, jetzt. Ah? Ja, ach ja, die werden gleich hier weggebrochen. Das heißt, jetzt werden natürlich die
jetzt hoffentlich schneller gehen. Schauen wir mal. Joa. Joa, hier stapelt sich das ganz gut. Joa, Cash ist noch vorhanden. Und... Jo, grüne Knickärme. Ja, hatte ich jetzt eigentlich Energiesparbücher oben reingepackt? Natürlich nicht. Das ist nicht so gut. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, da fehlen jetzt zwei Energiesparbücher. Die sollte ich mir mal holen. Ja. Eins, zwei, die wir wegpacken. Die lassen wir mal da oben bauen. Passt schon. So, Energiesparbücher, Energiesparbücher. Ist hier eigentlich auch alles mit Energiesparbücher? Ja. Hier auch. Okay. Sehr schön. Weil wir wollen ja immer ein bisschen Energie sparen. Ja? Das ist ja immer so eine Sache hier. Okay. Ja, so, jetzt haben wir definitiv noch mehr grüne Platten. Ja, das ist so eine Sache. Das Resourcing läuft. Die Gox hier, ja, keine Ahnung. Hier ist eine Anbieterkiste, da sind Anbieterkisten. Eigentlich, ja, gerade das Zeug ist ohne Ende. Wie sieht's denn hier aus? So, die geht auch immer recht flott leer. Wie sieht das hier mit diesen Kupferdrähten aus? Ja, die sind auch recht flott immer leer. Also da gibt es keinen Stau. Das wird richtig weggefressen gerade. Ja. Ja, das könnte theoretischerweise noch schneller sein mit den grünen Platten. Ich bin fast überlegen, ob ich noch eine mal so baue. Was haltet ihr denn davon? Ne? Nicht viel, war aber ich auch nicht. Aber irgendwie brauche ich die wohl. Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bam, bam. Irgendwie sieht es aus, als brauchen wir grüne Platten ohne Ende. Ich würde mal sagen, dann machen wir mal welche, weil die kriegen ja nicht genug. Das kriegen definitiv nicht genug. Ich weiß auch nicht, wo überall die grünen Platten aktuell hingehen. So, ich würde mal sagen, wir machen hier auch einen Halt. Und offscreen lasse ich das Zeug da unten links jetzt bauen. Und wenn das durchgebaut ist, geht's direkt X weiter. Also, Cheerio, bis zum nächsten Mal. Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Ideen, Kommentare, Anregungen unten rein. Wie gesagt, ich sammle auch noch Ideen wegen Modifikationen, wenn das hier dann irgendwann mal durch ist. Also, ciao, ciao und bye, bye.